Hey, Lieben, wir sind die Woche Der Papa ist in Genf. Also, seitdem Markus jetzt am Montag, heute ist Mittwoch, weg ist, Wuppen, Luisa. Ja. Boah. Und ich das alles irgendwie so ein bisschen alleine hier. Mit der Kita, es läuft immer noch überhaupt nicht. Ja. Aber und ich komme natürlich auch nicht zu viel. Ich will nicht jetzt Frühschwangerschaft, Müdigkeit. Ich glaube, sie hätte sich einfach so aufs Handy gesetzt. Ich bin ziemlich platt. Also Übelkeitswellen kommen auch immer mal wieder noch kurz, aber es geht. Rücken ist dafür jetzt sogar ein bisschen besser geworden. Ja, aber ich bin schon ziemlich erschöpft. Und dann alleine mit Kleinkind daheim. Und ich bin natürlich schon ganz schön nervös. Ich wünschte einfach, es wäre schon Freitag, damit der Ultraschall rum ist und alles gut ist. Aber hey, es wird. Positiv denken. Hey Leute, also die Woche geht es mir echt nicht gut. Dadurch, dass Markus die ganze Zeit nicht da ist, bin ich halt mit Luisa allein. Ich komme zu gar nichts. Deswegen habe ich auch das Wochenvideo immer noch nicht veröffentlicht. Ich mache das hoffentlich heute und ja, die Kita-Eingewöhnung, wir machen halt einfach keine Fortschritte oder halt nur minimale. Und ey, ich bin schon so überfordert, noch irgendwie nebenbei den Haushalt hinzubekommen. Und dadurch, dass mir halt auch die ganze Zeit immer wieder schlecht ist und ich Rückenschmerzen habe, ist es halt echt so, wo ich sage, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Jetzt gerade sind wir aus der Kita zurückgekommen, dann hat sie im Kinderwagen geschlafen und dachte ich mir, nee, du kannst sie nicht im Kinderwagen schlafen lassen. Lege ich sie ins Bett drüber, wacht sie halb auf, schläft gerade wieder ein und was kommt? Bundesweiter Probealarm! Herzlichen Dank, das Kind ist wach. Sie hat 10 Minuten geschlafen, obwohl sie mir schon die Nacht gerade echt zur Hölle gemacht hat. Also die letzte Nacht war richtig anstrengend, weil sie mehrfach wach war, ich mir nachts noch mal eine Flasche machen musste. Und jetzt dachte ich so, okay, wenigstens jetzt schläft sie. Jetzt kann ich habe heute Morgen nicht mal geschafft, den Frühstückstisch abzuräumen. Und dachte so, ja, okay, wenn sie jetzt schläft, kann ich wenigstens hier das Chaos beseitigen, was von der Zeit morgens noch da ist. Und ich muss halt auch sagen, ich bin halt nervlich gerade echt. Ich meine, morgen ist mein Frauenarzttermin. Ich muss alleine hin. Ich habe heute Nacht noch mal geträumt, dass es Zwillinge sind. Das war wirklich ein ganz komisch. Es war so ein super krass realer Traum. Es war so. Ich habe richtig die Ultraschallbilder gesehen und wie die angeordnet waren und keine Ahnung. Ich habe halt quasi, aber davor habe ich keine Angst mehr. Wenn das so ist, dann ist es so. Ich habe einfach trotzdem Angst, weil es halt 9. Woche ist, dass irgendwas nicht gut ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendein Ziehen habe, denke ich mir wieder, was ist, wenn ich es doch noch verliere? Und gerade dieses irgendwie allein, Überforderung, Angst, Frühschwangerschaft, Kita-Eingewöhnung klappt nicht. Ganz schön viel auf einmal gerade. Ach so, ja. Und dann habe ich auch noch einen Rechtsstreit mit meinem alten Management für Instagram. Und es ist irgendwie gerade echt alles richtig viel. Und wegen unserem Grundstück gibt es ja auch noch Probleme. Aber das wisst ihr ja. Und es ist irgendwie so, warum kommt immer alles auf einmal? Also, mein klar, das ist jetzt auch die Frühschwangerschaft, ich weiß, aber ich könnte echt gerade mal eine Auszeit gebrauchen. So Leute, heute ist mein erster offizieller Termin bei meiner Gyn, wo sie mir sehr hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich meinen Mutterpass dann erneut ausstellt. Ich habe ordentlich Respekt vor dem Termin, einfach weil in der 9. Woche ja damals meine erste Fehlgeburt war. Und ich bin jetzt heute 8 plus 6. Damals war ich bei 8 plus 5, als ich eben diesen schlechten Ultraschall hatte. Das zweite Mal war es dann auch mit dem Ultraschall quasi wieder vorbei. Bei Luisa war dann alles gut, aber ich weiß noch, dass ich bei dem Termin, ich habe gezittert wie Espenlaub. Und heute kann Markus eben nicht mit dabei sein. Dafür habe ich Luisa mit dabei. Weiß nicht, wie viel entspannter es das macht, aber ehrlich gesagt, vielleicht ist es sogar ganz gut so, weil ich dann die kleine Maus ist immer so mein Reminder, dass es ja auch gut gehen kann. Und außerdem natürlich auch ein super Trostspender, falls wirklich irgendwas nicht. Aber darin wollen wir gar nicht denken. Es wird alles gut sein. Ich bin eigentlich auch optimistisch. Aber ganz ausblenden kann ich die Angst halt nicht, ne? Also, dafür ist es einfach zweimal zu oft schiefgegangen. Aber ich glaube, wenn dieser Ultraschall jetzt in Ordnung ist. Ich habe auch wirklich gestern nochmal geträumt von Zwillingen.
Aber das wird auch nicht sein. Also es wird nicht jetzt noch plötzlich einer auftauchen, der vorher wirklich übersehen wurde. Das kommt zwar manchmal vor, also gerade so 9., 10. Woche schreiben schon manche mir auch, dass das dann erst aufgetaucht ist, aber ich glaube, meine Ärztin in der Kinderwunschklinik hat sehr gründlich danach gesucht und sie kann das auch sehr gut. Deswegen, es wird dabei bleiben. Es wird eins sein und es wird hoffentlich wie ein kleines Gummibärchen aussehen und schon so kleine Arme und Beine haben. Jetzt bin ich extra gerade gerannt und habe schon Leute zurückgerufen. Halten Sie die Tür auf, ich will noch in die S-Bahn. Und wisst ihr was? Guck mal, wir stehen immer noch. Kein Buch. Oh, ich dachte mir, wenn ich ein paar Minuten später komme, am Ende komme ich noch zu spät zu meinem Termin. Und ey, jede Minute, die vergeht, ne, drehe ich noch mehr durch. Aber ich habe es ja geschafft. Ich bin eigentlich auch ein bisschen zu früh dran, aber vielleicht komme ich ja früher rein. Ey, mir ist so schlecht gerade, Leute. So Leute, ich glaube, man sieht es ja an meinem Gesicht an. Es ist alles bestens. Ein wunderschön, perfekt entwickeltes, kleines Gummibärchen. Auf den Tag genau. Das Gerät hat am Ultraschall auch ausgemessen und hat genauso 8+6 ausgegeben, den 20.04. als ET. Es war einfach, und meine Frauenärztin war auch einfach so wundervoll. Ey, als ich gesagt habe, oh ja, erst hat 21.04. hatte ich ausgerechnet, sagte sie auch sofort, ja nee, den wollen wir nicht, weil sie sofort wusste, dass es der Termin war, wo ich das zweite Mal am 21.04. bei ihr war mit meiner zweiten Fehlgeburt. Ich fand es, wahrscheinlich stand es auch in ihrem Computer, aber sie hat es halt sofort kapiert. Das ist so, meine Frauenärztin ist echt so super, die ist so empathisch. Ja, also ich habe kein Video währenddessen gemacht, weil sie das nicht wollte, deswegen habe ich euch hier jetzt nur das Bild eingeblendet. Ja, und danach bin ich jetzt mit Luisa zum Alexanderplatz gefahren. Dann sind wir erstmal in den DM zum Wickeln. Falls ihr es noch nicht wisst, weil ihr gerade erst noch werdende Mamas oder neue Mamas seid, bei DM gibt es nämlich immer Wickelstationen. Und man braucht ja sowieso immer irgendwas von DM. Danach sind wir schön essen gegangen. Also ich habe Indisch gegessen und ein bisschen was Luisa abgegeben, aber ich habe ihr vorher ein Gläschen mitgenommen. Und jetzt war ich gerade shoppen. Ey, ich habe so viel gekauft, aber ich dachte mir heute, ist mir einfach scheißegal. Ich habe jetzt gerade Bock, Sachen für meine kleine Maus einzukaufen und ja, ich habe jetzt ganz viele Sachen gekauft, inklusive Halloween-Outfits und ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, es ist einfach alles wird gut. Mein kleines Gummibärchen entwickelt sich hervorragend. Und es war so, muss euch das noch erzählen, im Wartezimmer, ich habe Luisa auf den Arm genommen, weil ich so Angst hatte selber und ich habe sie einfach nur rausgenommen und in meinen Arm gedrückt und sie ist ganz ruhig geblieben. Sie hat nicht gestrampelt, gar nichts und sie hat ihren Arm auch ganz eng um meinen Hals geschlungen und hat einfach sich an mich angelehnt und einfach mich sie drücken lassen, bis ich dran kam. Das war echt krass. Einfach krass, wie sie das gespürt hat und dann Mama unterstützt hat. So ja, und mein nächster Termin ist sogar schon in 2 Wochen, weil dann wird nochmal offiziell alles in den Mutterpass eingetragen. Ich mache jetzt auch noch gleich einen Termin mit der Pränataldiagnostik aus. Ja, und es ist unwichtig, aber irgendwie habe ich mich trotzdem gefreut. Ich hatte voll Angst davor, das erste Mal auf die Waage zu gehen bei der Frauenärztin, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin nicht auf die Waage gegangen, mehr daheim, schon eine ganze Weile, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ja gut, ich habe halt einfach nicht wieder meinen Pre-Pregnancy-Weight und es ist ja auch eigentlich völlig egal, aber irgendwie wollte ich die Zahl einfach nicht sehen, damit ich mich weiter gut fühle, weil ich mich eigentlich in meiner Haut wohlfühle, aber ich dachte halt, ja, es ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr und es war so viel weniger, als ich gedacht habe. Also ist ja jetzt auch nichts Geheimes. Die Waage bei meiner Frauenärztin hat in meiner Schwangerschaft immer so knapp 2 Kilo mehr angezeigt, als wenn ich daheim gewogen habe. Da hatte ich aber auch immer Wintersachen an, deswegen würde ich jetzt mal 1,5 Kilo abziehen. Also die er in der Sprechstundenhälfte meinte zwar auch 2, aber ja, also reden nicht lange drum rum, da stand 66,5. Das heißt, realistisch wiege ich ungefähr 65 Kilo in der 9. Woche. Das ist ehrlich gesagt kein so großer Unterschied zur 8. Schwangerschaft. Da habe ich zu Beginn 62,5 gewogen, aber in der 9. Woche, glaube ich, war ich auch schon bei 64. Also faktisch, das ist echt. Und diesmal habe ich ja jetzt nicht irgendwie bewusst Weight Watchers gemacht, wisst ihr, aber es ist ein Thema für mich und ich wünschte, ich könnte sagen, es ist mir egal, aber es ist mir halt nicht egal. Ja, also insofern, Kita-Eingewöhnung läuft, Gewicht passt, aber natürlich das Allerwichtigste, dem Gummieisbärchen geht es gut.